Wenn euch am Schluss das Video gefallen hat, dann hinterlasst einfach einen Gefällt mir-Button, Glocke betätigen. Ja, ihr wisst ja Bescheid, wie das geht, ne? Dankeschön. Zum Impfen, lasst euch gegen die Affenpockenplage impfen. Wir haben noch so viele Dosierungen, die keiner mehr will. Und wir sind heute offiziell unterwegs. Wir werben fürs Sterben. Ja, Live-Tatort heute hier in Hamm. Wir warnen vor der Affenpockenseuche. Das ist unterwegs Karl Lauterbach im Lendenschutz. Der kämpft im Alleingang. Die Affenpockenplage. Ich mach mir die Hose. Die wichtigste Waffe, die wir haben, das Impfen. Die wichtigste Waffe, die wir haben... Das Impfen, denn selbst eine schnelle Impfung unserer Bevölkerung ist noch keine Garantie dafür, dass sich weltweit nicht auch weitere Virusmutationen verbreiten, gegen die unsere Impfstoffe dann nicht mehr oder weniger gut wirken. Und dies zeigt eindringlich, eine erfolgreiche Pandemiebekämpfung heute und in Zukunft erfordert ein gemeinsames Vorgehen der Weltgemeinschaft, bevor nicht der Letzte geimpft ist. Die wichtigste Waffe, die wir haben, das Impfen. Die wichtigste Waffe, die wir haben, das Impfen. Liebe Freunde, ich grüße euch. Ich hoffe, ihr habt Humor, denn ich musste mich gerade von einem ziemlichen Lachanfall erholen. Und zwar, ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die WHO benennt das Wort Pandemie um. Sie möchte es nicht mehr benutzen, die Begründung ist recht einfach. Es ist recht schwierig zu definieren. Seltsamerweise hat das in den letzten Jahren überhaupt keine Rolle gespielt, dieses Wort zu definieren, aber gut, sei es drum. Man nennt das jetzt, also oder ähnliche Dinge wie eine Pandemie, nennt man jetzt folgendermaßen. Public Health Emergency of International Concern. Das heißt auf Deutsch ungefähr so viel wie, also ein öffentliches Problem von internationaler Tragweite, was den Gesundheitsbereich betrifft. Ganz einfach. Und das Ganze kürzt man ab mit folgenden Buchstaben. P-H-E-I-C. Und jetzt haltet euch fest. Das Ganze wird phonetisch folgendermaßen ausgesprochen. Fake. Wer das nicht glauben mag, schau mal in den Artikel. Ich habe den Reuters-Artikel hier verlinkt. Es kommt auf Telegram auf jeden Fall auch noch ein kurzer Post dazu. Aber an Absurdität ist das nicht mehr zu überbieten. Wir haben jetzt also Fakes. Soweit ich weiß, Coronavirus aktuell immer noch Affenpocken und irgendein anderer noch. Aber findet ihr in dem Artikel auch nochmal. In diesem Sinne, ich feiere es nur noch. Also man kann eins, muss man sagen, die Presseabteilung der WHO hat echt Humor. Das muss man ihnen lassen. In diesem Sinne, ciao. Weißt du Bescheid, ne? Die Weltgesundheitsorganisation WHO will die Menschenrechte aus den internationalen Gesundheitsvorschriften streichen. Die Gesundheitsvorschrift ist ein Buch, das festlegt, nach welchen Standards medizinische Behandlungen durchgeführt werden müssen. Der Buchautor James Baguski hat das aufgedeckt. All the nations of the world were told to, hey, you want to change the international health regulations? Send in your ideas. Alle Nationen auf der Welt wurde gesagt, hey, wir wollen die internationalen Gesundheitsvorschriften ändern. Schickt uns doch mal eure Vorschläge. Einsendeschluss war am 30. September und seit 2,5 Monaten war ich nun 4 bis 5 Mal am Tag auf der WHO-Webseite und habe nachgesehen, ob sie die Vorschläge schon hochgeladen haben. Und jetzt, zur Weihnachtszeit, wo die Menschen abgelenkt sind, haben die das veröffentlicht. Christmas time now, so you know, now's the time to do all the horrible stuff that nobody's really paying attention to. Baguski war entsetzt. Gleich ganz oben in Artikel 3 hieß es bis jetzt, die Durchführung dieser Vorschriften erfolgt unter uneingeschränkter Achtung der Würde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Menschen. Und der Artikel soll gestrichen werden. Würde, Menschenrechte und Grundfreiheiten sollen raus. If this is not obvious enough, wenn das nicht deutlich genug ist, dass die Menschen aufwachen, dann gibt es überhaupt keine Hoffnung mehr, dass sie aufwachen. Die WHO will die Prioritäten einer medizinischen Behandlung verändern. Priorities. And that priority is equity. Obendrein will die WHO weitere Änderungen in ihre Gesundheitsvorschrift übernehmen, die dieser Organisation zu einer Art medizinischer Weltmacht verhelfen. So sollen WHO-Chef Tedros und seine Direktoren nahezu in den Rang eines Diktators gehoben und die Möglichkeiten der Zensur für sie weiter ausgebaut werden. Die WHO als Zensurbehörde. Nur zur Erinnerung, das ist dieselbe WHO, die uns letztens erzählt hat, dass wir für einen Schnupfen unsere Grenzen schließen und nächtliche Ausgangssperren haben müssen. Bei James Baguski schrillen da die Alarmglocken. Er ruft die Menschen dazu auf, ihrem Parlamentsabgeordneten zu schreiben, damit das Land aus der WHO austritt. Gute medizinische Behandlungen, sagt er, kriegt man auch ohne diesen Diktatorenverein hin. Die Globalisten und ihre Handlanger verstecken sich bezüglich der Offenlegung ihrer unheilvollen Pläne nicht länger.
Das war bei der Corona-Pandemie so und ist auch bei der künstlich erzeugten Klimawandelhysterie nicht anders. Doch wer genau das behauptet, wird dennoch als Verschwörungstheoretiker tituliert und nach Möglichkeit ausgegrenzt. Auch beim unbequemen Thema der Kontrolle des sogenannten CO2-Fußabdruckes. Denn nichts anderes streben die Regierungen an, ganz nach den dystopischen Plänen etwa des Weltwirtschaftsforums, kurz WEF. Bereits am 14. September 2022 wurde dazu auf der WEF-Homepage der Artikel My Carbon, ein Ansatz für inklusive und nachhaltige Städte, veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Covid-19 wohl tatsächlich als Probelauf bezüglich der Unterwürfigkeit der Bürger angesehen wurde. Heißt es dort doch, Zitat, Covid-19 war der Test der sozialen Verantwortung. Und eine große Anzahl unvorstellbarer Beschränkungen für die öffentliche Gesundheit wurde von Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt angenommen. Es gab weltweit zahlreiche Beispiele für die Aufrechterhaltung sozialer Distanzierung, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Kontaktverfolgungsanträgen für die öffentliche Gesundheit, die den Kern der individuellen sozialen Verantwortung demonstrierten. Zitat Ende. Darauf bauen die Ökomarxisten nun auf, um den geplanten Umbau der Wirtschaft im Sinne des Great Reset voranzutreiben. Und zwar unter dem Banner der vermeintlichen Bekämpfung des Klimawandels und auch des persönlichen CO2-Ausstoßes. Dazu gehören vor allem die Durchsetzung von fixen CO2-Limits und CO2-Pässen für die Bürger. Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Tracking-Apps ermöglichen eine diesbezügliche Überwachung. Der Sinn dahinter ist natürlich die umfassende Kontrolle und Steuerung der Massen. Der Feldversuch dazu könnte schon bald Wirklichkeit werden, und zwar in einer der größten und finanzstärksten Metropolen der Welt, in New York City. Mitte April 2023 kündigte die Stadtregierung unter dem demokratischen Bürgermeister Eric Adams gemeinsam mit dem Büro für Klima- und Umweltgerechtigkeit an, künftig die Kreditkartendaten von individuellen Einkäufen in den Geschäften auszuwerten. So soll die Wahl der Lebensmittel der Einwohner nachverfolgt werden. Dazu gibt es eine Kooperation der Stadtverwaltung mit dem Kreditkartenanbieter American Express. Adams machte unmissverständlich klar, dass die Nachvollziehung der individuellen Wahl von Lebensmitteln ein Schritt in Richtung Reduktion des CO2-Ausstoßes der Bürger sei. Schließlich sollen bis 2030 die lebensmittelbezogenen Emissionen von Kohlendioxid der New Yorker um ein Drittel reduziert werden. Ganz im Sinne der WEF-Bestrebungen, inklusive und nachhaltige Städte zu schaffen. Das belegt scheinbar eine Treibhausgasinventur der Stadt, die den persönlichen CO2-Fußabdruck verfolgt, der durch den Lebensmittelverbrauch der Haushalte entsteht, hauptsächlich verursacht durch Fleisch- und Milchprodukte. Bürgermeister Adams ist selbst ein leidenschaftlicher Veganer. Deshalb verkündete er, Zitat, es ist einfach, über Emissionen zu sprechen, die von Fahrzeugen ausgehen und wie sie sich auf unseren CO2-Fußabdruck auswirken. Aber wir müssen jetzt über Rindfleisch reden. Zitat Ende. Insgesamt stammen 20% der Treibhausgasemissionen der Stadt aus dem Lebensmittelkonsum der Haushalte. Damit sind Lebensmittel nach Gebäuden und Transport der drittgrößte Verursacher von CO2-Emissionen. Um den Planeten zu retten, so Adams, sollen die New Yorker deshalb mehr Obst, Gemüse, Getreide und Bohnen essen. Der perfide Plan sieht vor, dass sämtliche Lebensmitteleinkäufe ausgewertet, die durchschnittliche CO2-Bilanz errechnet und dann bestimmte Höchstwerte festgesetzt werden. Eventuell wird mit dem Kassenbon sogar die persönliche CO2-Bilanz des Einkaufs und der bisher erreichte Prozentsatz des maximalen monatlichen Lebensmittel-CO2-Verbrauchs angezeigt. Somit wird der Einkauf von Lebensmitteln alles andere als freiwillig, sondern hängt von politischen Vorgaben der Klimareligion ab. Als Kontrolle fungieren Kreditkarten. Mit einer Bargeldzahlung wäre das nicht möglich. Wahrscheinlich ist auch das einer der Gründe, warum Bares nach dem Willen der Globalisten abgeschafft werden soll. Grüne Covid-Zertifikat, das wurde hier im Haus von der Ursula von der Leyen mal wieder in die Wege geleitet und es wurde hier mit sehr, sehr großer Mehrheit angenommen. Und ich habe damals in meiner Rede schon gesagt, man wird dieses Zertifikat zu einem Grundrechtbezugsschein machen. Das heißt, Grundrechte wird es nur noch für diejenigen geben, die einen solchen Pass vorweisen können. Ist natürlich damals als böse Verschwörungstheorie abgetan worden. Bedauerlicherweise habe ich Recht behalten. Und ich hätte gerade an der Stelle so gerne Unrecht behalten. Dem war leider nicht so. So, und was sehen wir jetzt? Jetzt schwärmt die WHO gar von dieser Vorlage des grünen Zertifikats und möchte das jetzt zu einem globalen Impfzertifikat machen. Und ja, da hat die EU eine Vorreiterrolle gespielt. Und ich muss wirklich sagen, etwas Antidemokratischeres habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, als dass man Bürgern oder die Grundrechte der Bürger von dem Impfstatus abhängig macht. Und ich kann den Leuten da wirklich nur sagen,
werfen wir einen Blick nach China mit dem sozialen Kreditsystem, was dort eingeführt wurde und auf brachiale Art und Weise auch durchgesetzt wird. Das ist das Brückenbaubeispiel von Ihnen, China. Da gibt es eben keine Opposition und keine Mitbestimmung. Und wenn die Fehler machen, dann werden die trotzdem nicht abgewählt. Vielleicht gibt es mal irgendwann eine Revolte in China. Aber erst einmal ist das System effizienter. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und ich glaube, dass die Entscheidung kann man nicht ökonomisch treffen. Die kannst du nur wertegeleitet treffen und sagen, ja, also ich würde sagen, ja, das wollen wir. Das ist unsere Zukunft. Und das ist keine Zukunft in 30, 40 oder 50 Jahren. Es passiert jetzt. Und wenn die Bürger es jetzt nicht begreifen und jetzt nicht dagegen aufbegehren und hier auch eine ganz klare rote Linie aufzeigen, dann ist genau das unsere Zukunft. Unfassbar! Deutschland erhöht die Pestizidgrenzwerte um das 20-fache. Du wirst also peu à peu vergiftet. Gleichzeitig werden die Höchstmengen an Vitaminen abgesenkt. Das heißt also, dein Körper braucht plötzlich nicht mehr so viele Vitamine, sagt die EU. Unfassbar! Also auch verrückt. Es geht also nur um deine Gesundheit. Gott sei Dank hat Karl Lauterbach im August 2024 15 Millionen Dosen Covid-Impfstoff bestellt. Kannst du dir nicht ausdenken. Wer jetzt immer noch glaubt, es geht um deine Gesundheit, ja, der muss Brunsbiesel sein. Man kann auch überlegen, ob Bevölkerungskontrolle nicht vielleicht auch wichtig wäre, weil wir einfach zu viele sind, Weißt du Bescheid, ne? Leben die schon so in einer abgekoppelten Blase, dass sie wirklich glauben, dass die Menschen das nicht durchschauen? Ich glaube, und hier sprechen wir immer von Glauben, weil ich kann nicht in den Kopf eines anderen Menschen reinschauen, aber ich glaube, dass es definitiv, die wissen, dass es viele Leute durchschauen, aber es ist ihnen egal, weil sie merken natürlich auch, wie schwach der Geist ist bei uns. Ja? Ich meine, nehmen wir doch mal ein Beispiel. Der Staat ruft selbst auf, damit Bürger für ihn auf die Straße gehen. Das sind die Demonstrationen gegen rechts. Also das gibt es, gab es davor nie, gibt es auch in einem anderen Land nicht, dass der Staat aufruft, gegen die Opposition auf die Straße zu gehen. Und dann sieht man bei uns in Deutschland unnachahmlich auch die Leute mit den selbstgestrickten Socken, die als erstes mit ihren Kindern auf die ganzen Kartons da ihre schönen Sprüche draufschreiben, die sich selbst ja für die absoluten Gralshüter der Demokratie halten, während sie sich undemokratisch verhalten. Ja. Das ergibt perfekten Sinn. Ja. Also das ist nicht unlogisch. Ein Mensch kann oft komplett irrational handeln, während er sich selbst total im Recht sieht. Ich muss ihn nur genügend manipulieren, damit er die Lüge glaubt. Und wenn wir jetzt sehen, dass es möglich ist, und ich habe Demonstrationen auch in Stuttgart mitverfolgt, da waren zehntausende Leute, es war eine Volkswanderung möglich. Also das waren richtig viele Leute. Wir könnten aber auch 20 Leute vergewaltigen lassen am Tag. Furchtbare Zustände. Wer geht auf die Straße und protestiert? Niemand. Also wenn es darum geht, sich selbst zu schützen, die Grundwerte des Umganges miteinander, damit Leute nicht schwerste Verbrechen erdulden müssen, das ist jetzt halt so scheiße gelaufen. Aber wiederum, um einen Teil der eigenen Bevölkerung, die sehr kritisch ist, niederzuschreien, da gehen Zehntausende auf die Straße. Man merkt, dass viele Leute, die meinen zwar, sie hätten eine eigene Meinung, sie haben keine Meinung, ihnen wird die Meinung gesagt und sie denken dann, das wäre ihre eigene Meinung. Ich sage immer, wenn die Bild-Zeitung und 3, 4 andere große Medienhäuser sich entscheiden, morgen etwas komplett Abstruses einzuführen, wir laufen alle mit nacktem Arsch durch die Straße und ich beschalle das Volk 3 Monate, werden wir überall nackte Ärsche auf der Straße sehen, garantiert. Und die Leute sind überzeugt, dass das eine hervorragende Idee ist. Ja. Die Masse ist so manipulierbar, ob wir davon sprechen, sich einem Genexperiment zu unterziehen und sich etwas reinzujagen, was, wie wir jetzt durch die RKI-Files sehen, von vorne bis hinten verlogen war. Es ist Fakt, wir wissen es alle, es ist nicht mehr wegzuleugnen. Auch hier, niemand will es wissen. Das Gütesiegel Made in Germany könnte es bald so nicht mehr geben. Über ein Jahrhundert lang stand das Siegel überall auf der Welt für herausragende deutsche Qualität. Aber jetzt starten 40 Unternehmen eine Kampagne, darunter große Firmen wie Miele und Dr. Oetker. Sie fügen dem Siegel jetzt nämlich eine politische Parole hinzu, Made by Vielfalt. Was wir brauchen, ist der Schutz vor ruinösen Produkten, denn in Wirklichkeit sind die Banken eine riesige Mafia, die ganze Welt vergiftet haben mit diesen Produkten. Kampagne nutzt Anzeigen und soziale Medien, um euch eins klarzumachen, wir brauchen Vielfalt für eine starke Zukunft. Und in der Globalisierung brauchen wir übrigens andere Formen von internationaler Governance. Wie verlogen die Kampagne ist, zeigt Miele selbst. Das Traditionsunternehmen hat erst Anfang des Jahres 700 Stellen Gütersloh gestrichen und in das nicht so vielfältige Polen verlagert. Indem man von Amerika weg sozusagen alles transportiert hat und heute will keiner verantwortlich sein. Ausgetragen wird es ja wieder auf dem kleinen Mann, weil der wird Arbeitsplätze verlieren, der wird also sein Einkommen verlieren. Die Lösung ist Bürgergeld. Die großen Herren sind sicherlich nicht gestraft. Ja? Der Initiator Tim Mittelsenscheid von der Firma Vorwerk sagt, Fremdenfeindlichkeit macht mir echt Angst und schadet unserer Wirtschaft. Er meint auch wirklich, dass Vielfalt entscheidend für neue Ideen und Technologien in Deutschland sei. BlackRock will die ganze Welt kaufen. In jedem Unternehmen, das sich diese Heuschrecke hereinfrisst, verändert sie das Verhalten.
Die schreibt vor, wer einzustellen ist. Nicht mehr du, nicht mehr deine Geschwister, sondern absurde Minderheiten und Einwanderer. Das ist keine Verschwörungstheorie, das sagt der BlackRock-Chef persönlich. Dass mittlerweile die ganze Großindustrie woken Unsinn macht, überall die Regenbogenfahne flattert, das ist kein Zufall. Das liegt an der Macht von BlackRock und anderen Heuschrecken. BlackRock hat Deutschland gekauft, weil Friedrich Merz seine Kontakte versilbert hat. 1 Million Euro pro Jahr hat er sich zahlen lassen, um Deutschland zu verscherbeln und dafür zu sorgen, dass auch bei uns der woke Wahnsinn um sich greift. Vorsicht Falle, wenn dieser Mann Kanzler wird, dann regiert BlackRock ganz offiziell Deutschland. Punkt, das ist der Punkt. Und deshalb habe ich auch gesagt, alle sind dabei. Also wenn ich mir anschaue, die Deutsche Bank und die Landesbanken in Deutschland, alle, Sonderzahl. Dann müssen wir Kapitalismus simulieren. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel kritisiert die Kampagne scharf. Sie sieht in der Aktion eine politische Bevormundung und fügt hinzu, go woke, go broke. Deshalb die Antwort, wir gehen den besseren Weg. Bürgergeld. Schickt das Video unbedingt weiter an jemanden, der bei einem Unternehmen aus dieser Initiative arbeitet. Woher hat der ehemalige Bundespräsident das Geld für ein Haus am Strand der Ostsee? Das haben sich viele gefragt. Joachim Gauck, der ehemalige Bundespräsident, hat kürzlich ein luxuriöses Haus im Küstenort Warnemünde gekauft. Ich hasse und verachte das Land. Diese moderne Villa, die sich buchstäblich am Strand befindet, kostet 3.999 Euro. Während seiner Amtszeit als Bundespräsident verdiente Gauck jährlich etwa 214.000 Euro. Da er dieses Amt 5 Jahre lang innehatte, von 2012 bis 2017, beläuft sich sein Gesamteinkommen in diesem Zeitraum auf über 1 Million Euro. Ich schäme mich sozusagen, ein Deutscher zu sein. Joachim Gauck, der vor seiner politischen Karriere Pastor und Menschenrechtsaktivist in der ehemaligen DDR war, ist weiterhin im öffentlichen Leben aktiv. Derzeit widmet er sich dem Schreiben und hält regelmäßig Vorträge, wobei er häufig gesellschaftliche und politische Themen in Deutschland und ganz Europa kommentiert. Als Bundespräsident war Gauck bekannt für seine moralische Strenge und seine Hingabe an demokratische Werte. Die Eliten sind gar nicht das Problem, die Bevölkerung sind im Moment das Problem. Der Kauf dieses luxuriösen Hauses in Warnemünde, wo er sich mit Blick auf die Ostsee entspannen kann, ist sicherlich das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und Hingabe, sowohl in seinem politischen als auch in seinem privaten Leben. Es war auch nicht alles schlecht beim Führer. Ricarda Lang muss ihre Ernährung umstellen. Wir alle wussten dies bereits, aber diesmal sagt nicht ich das, sondern die Tierschutzorganisation PETA. Sie hat sich Ricardas üppiges Hochzeitsbuffet angeschaut und war schlichtweg entsetzt. Was ist passiert? Während Ricarda ihrem Liebsten das Ja-Wort gab, wurde Putenbrust serviert. Ich zitiere die Pressemitteilung von PETA. Wir sind entsetzt, denn die Grünen stehen eigentlich für Umwelt- und Klimaschutz. Umso befremdlicher ist es, dass die Körperteile fühlender Lebewesen serviert wurden. Zudem seien Puten intelligente Vögel mit einer komplexen Sozialstruktur. Wie reagiert Ricarda Lang auf die Vorwürfe? Gar nicht. Aber aus der Vergangenheit wissen wir, dass sie bekennende Fleischesserin ist, die auch gerne mal zu Fastfood greift. Bevor wir jetzt zu der Migration kommen, das ist tatsächlich ein Thema, einfach noch eine Zahl, die kommt vom letzten Jahr, vom Bundesinnenministerium, 84%. Antisemitischer Taten gingen eben nicht auf das Konto von Zuwanderern, sagt diese Statistik, sondern auf das Konto von Rechtsradikalen. Die deutsche Statistik bezüglich antisemitischer Übergriffe geht so, wenn Sie sozusagen nicht genau wissen, wer der Täter, die Täterin war, exakt, dann wird es automatisch dem rechten Milieu zugeordnet. Aha. So. Ich hatte das so im Hinterkopf. Ich dachte, nee, sag's lieber nicht, weil möglicherweise stimmt's nicht. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass wir uns so eigentlich in die eigene Tasche legen. Weil diese Art von Statistik brauchst du nicht. Nach dem Messermord von Mannheim, Frau Rakete, da sagen viele, klar, Straftäter, egal wohin, raus aus diesem Land, auch nach Syrien oder Afghanistan. Also wir müssen uns auch mal bewusst machen, dass auch sehr viele migrantische Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, sich auf unseren Straßen nicht sicher fühlen. Sie klingen so, als würde das heißen, ja, liebe Deutsche, euer Sicherheitsbedürfnis, das müssen wir einfach mal zurückstellen, weil wir uns um ausländische Straftäter sorgen in Afghanistan. Wir sprechen von einem Mord eines Mannes, der aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist, der einen Polizisten niedergestochen hat, der schließlich an der Schwere seiner Verletzungen gestorben ist. Ich denke, das, was Sie hier machen, ist zu pauschalisieren, indem Sie doch versuchen hinzustellen, als wäre Kriminalität ein Problem, was nur von bestimmten Personengruppen ausgeht. Und ich glaube, nein, das tue ich nicht. Das habe ich in keiner Frage dieses Gesprächs versucht, Frau Rakete. Also es ist in der Tat wirklich eine Zumutung, hier zuhören zu müssen. Die Lebenserfahrung der Menschen in diesem Land ist, dass sie mittlerweile veranlasst sich sehen, diesen Leuten auf der Straße aus dem Weg zu gehen, weil sie Angst haben. Das ist eine Republik der Angst geworden, dank Leuten wie den Grünen. Aber die eigentlich Schuldige an der Sache war keine Grüne, sondern eine Marxistin im CDU-Gewand, nämlich Kanzlerin, Ex-Kanzlerin Merkel. Die Ratte Merkel an der Spitze, diese Volksverräterin gehört lebenslang in den Knast. Ja, das ist die eigentlich verantwortlich für diese Misere. Und die Grünen, die freuen sich jetzt, dass eine Marxistin, die für die CDU-Kanzlerin war, 16 Jahre, ihre Drecksarbeit, hätte ich beinahe gesagt, gemacht hat. Ja. Ich bin jetzt Parteimitglied. Welche Partei? Bei den Grünen. Wer bei der Polizei arbeitet, darf nicht die AfD wählen. Das fordert Grünpolitiker und Bundespolizist Michael Labetzke. Seht selbst. Anlässlich der Wahlen in Thüringen und Sachsen ist die Frage, ob man als Polizistin oder Polizist die AfD wählen kann. Nein, das kann man nicht. Super. Und so in etwa funktioniert auch Demokratie.
Seine Begründung ist, dass die AfD zu wählen nicht mit dem Diensteid vereinbar ist. Aber ist seine Forderung eigentlich mit dem deutschen Grundsatz vereinbar, dass Wahlen unmittelbar frei und geheim stattfinden? Nein. Wie sollte überhaupt so ein AfD-Wahlverbot bei der Polizei aussehen? Auf X kritisieren viele diese Forderung. Auch der Chef der deutschen Bundespolizeigewerkschaft Heiko Tegertz meint, Herr Labetzke sollte sich mit solchen Äußerungen zurückhalten. Eine Wahlbeeinflussung oder gar Bevormundung in der politischen Willensbildung braucht von den Polizisten niemand. Da erhol auch die Sprachen davon, mit der AfD gäbe es keine Pflicht- oder Zwangsbeiträge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Naja, aber wenn das jetzt über Steuergeld finanziert werden soll, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk meine ich, dann wäre ja der Staatsfunk perfekt. Also wer soll denn diese 10 Milliarden aufbringen, die das nun mal kostet? Also erstmal ist laut Grundgesetz eine auskömmliche Finanzierung zu gewährleisten. Aber die Finanzierung erfolgt dem Auftrag. Und das bedeutet, dass der Auftrag des öffentlichen Rundfunks umgeschrieben und minimiert werden muss. Vor allem der Umfang auch im Bereich Funk. Da gibt es erhebliche Einsparpotenziale. Und es wird unsere Aufgabe sein, als Landesregierungen zukünftig die Rundfunkstaatsverträge so abzuändern, dass natürlich auch das Programm, die programmliche Ausgestaltung auf das Wesentliche reduziert wird. Wir brauchen keine 9 Milliarden und damit den teuersten Rundfunk der Welt. Für die Qualität, die abgeliefert wird, sowieso schon nicht. Und wir brauchen auch kein zweites Fernsehen. Das ZDF ist unserer Meinung nach völlig überflüssig. Wozu brauchen wir bei der Krönung der Queen oder beim CDU-Parteitag 20, 30 Kamerateams von ZDF, ARD, WDR, HR. Völlig überflüssig, völlig unnötig, da können Kosten eingespart werden. Und der zweite Schritt ist natürlich dann die Überlegung, wie soll dieses zukünftige System finanziert werden? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die AfD hat ja drei Möglichkeiten schon mal offeriert. Wir hatten einen Antrag dazu hier im Landtag, der hat Vorschläge der FDP, der CDU und der AfD zusammen aufgegriffen. Es geht entweder über ein steuerfinanziertes Modell, man kann aber als zweites auch einen steuerfinanzierten Grundstock machen und den Rest über Pay-TV-Formate. Es gibt auch die Möglichkeit, es komplett über Pay-TV zu machen. Da muss man sich in der ARD dann aber ganz schön anstrengen, die Qualität zu liefern, damit die Leute das noch bezahlen. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, über spezielle Steuern, Digitalsteuern für große Konzerne, das auch zu regeln. Das ist ja im Grundfunkmodell der AfD so geregelt. Aber das ist der zweite Schritt vor dem ersten. Zuallererst geht es darum, die Kosten zu minimieren und im zweiten Schritt darum, diesen Zwangsbeitrag abzuschaffen, aber den grundgesetzlichen Auftrag weiterhin zu gewährleisten. Das größte Problem für unsere Demokratie im Moment ist der Rechtsextremismus. Ich war am Samstag in Bautzen. Es war fucking gruselig, wirklich, dass da 800 gewaltbereite Nazis hinter uns hergerannt sind und uns angeschrien haben. Und die Polizei hat wirklich zu wenig gemacht. Also die waren da, die haben uns abgeschirmt, das war alles fein. Aber da sind strafrechtlich konsequente Sachen gesagt worden von dieser schwarzen Masse dort. Einfach nur Systemhuren, Nazis. Systemhuren seid ihr, Systemhuren, Nazis. Hallo Nazis! Es wurde nicht verfolgt. Herr Dünze, wie steht es um die Meinung der Andersdenkenden? Wie viel Toleranz haben Sie bei so einem Thema? Jeder soll frei seine Meinung sagen, so treten wir als AfD auch in der Vergangenheit immer ein. Ich muss nur schmunzeln, wenn Grüne was von der Justiz oder von der inneren Sicherheit sprechen. War es nicht Ihre Justizministerin, Frau Katja Mayer, die früher in der Punkband gesungen hat, Advent, Advent, ein Bulle brennt? Also wenn ich mich richtig erinnere, war es so. Das zeigt, Gewalt geht von keiner Seite, weder von linksextrem noch rechtsextrem, das ist ganz klar. Aber gerade im Bereich der Justiz braucht man in Sachsen eine Veränderung, damit wirkliche Straftäter besser verfolgt werden. Allein in den letzten zwölf Monaten habe ich zwei Anzeigen wegen Kindeswohlgefährdung in Kitas erstattet. Der erste Fall: In einer Kita in Hannover kommt heraus, dass Doktorspielräume eingerichtet werden sollen und ein pädophiler Erzieher arbeitet. Reaktion ihrerseits: Herunterspielen. Zweiter Fall: Eine Kita in Worpswede. 0- bis 2-Jährige sollen Nacktheit genießen, wie es mir besorgte Eltern mitgeteilt haben. Die Kinder sollen sich gegenseitig intim berühren und sogar das Anfassen der Geschlechtsteile von Erwachsenen wird empfohlen. Hören Sie mal zu, dann lernen Sie noch was. Reaktion ihrerseits: Gar keine. Sie können das jetzt 100-mal als Kinderschutzkonzept bezeichnen. Es sind kranke, gefährliche und pädokriminelle Praktiken, die in Kitas nichts, aber auch gar nichts zu suchen haben. Was will der grüne Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer, der offiziell auch immer Markus heißt, wenn er sagt: Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Lücken beim Verbot von Konversionsbehandlungen geschlossen wird. Was hier also verklausuliert klingt, könnte dieses Lesbenmagazin erklären. Eltern soll es verboten werden, die gefühlte Geschlechtsidentität des eigenen Kindes anzuzweifeln. Denn Stand heute dürfen Eltern ihre Kinder davon überzeugen, keine Geschlechtsumwandlung vorzunehmen. Die queere Community sieht dies als große Diskriminierung, will die angebliche Gesetzeslücke schnell schließen. Kinder sollen so Schutz vor der eigenen Familie bekommen. Man kann es gar nicht fassen, welches gefährliche Familienbild die Grünen haben. Sie versuchen, Eltern zu kriminalisieren und so die Keimzelle der Gesellschaft zu zerstören. Was haltet ihr davon? Das ist schlichtweg abartig, was da stattfindet. Ich will Handschellen klicken hören. Unser Nachwuchs schützen wir vor Perversitäten, vor Abartigkeiten, vor staatlich geduldeten Kinderfickern. Genderideologie, Frühsexualisierung und natürlich der Bevölkerungsaustausch. Dieser Laden ist ein einziges Irrenhaus. Lasst uns um Gottes Willen diese kostspielige Party des links-grünen ideologischen Schwachsinns ein für allemal beenden. Wer die Grünen wählt, der wird sich später mal bitterste Vorwürfe machen. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Da bin ich überzeugt, ja.
Innerhalb von 30 Stunden wurden drei dicke Lügen unserer Regierungspolitiker entlarvt. Schauen wir noch einmal genau hin. Lüge 1. Olaf Scholz behauptet, dass die irreguläre Migration in den vergangenen Jahren deutlich gesenkt wurde. Richtig ist aber, sowohl die illegale Migration als auch die Zahl der Asylanträge schnellen seit Regierungsantritt in die Höhe. Lüge 2. In diesem Video suggeriert Wirtschaftsminister Robert Habeck den Bürgern, dass die Regierung dem Mikrochip-Unternehmen TSMC zum Bau des Werkes in Dresden zwar Geld gebe, dieses selbst aber noch mehr investiert. Falsch. Denn von den 10 Milliarden, die das Werk kostet, kommen 5 Milliarden vom Staat und lediglich 3,5 Milliarden von TSMC. Lüge 3. Eine Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der CSU hat offenbart, dass Lauterbach und sein Ministerium direkten Einfluss auf die wissenschaftlichen Einstufungen der Risikobewertung der Corona-Pandemie genommen haben. Lauterbach hat uns also bewusst angelogen, als er vor 3 Monaten öffentlich behauptete, dass das RKI unabhängig gearbeitet hat. Und da kann ich nur noch mal sagen, ich will Handschellen klicken hören. Es ist doch wirklich irre, wie irgendwas von einem Jahr ist Verschwörungstheorie und jetzt ist es auf einmal so Realität. Wir haben gewonnen! Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Jetzt wird ihnen eben das Hälschen durchgeschnitten. Die AfD will deiner Oma die Schlagersendung wegnehmen. Ja, so ist es. Die AfD will direkt nach der Wahl den Rundfunkstaatsvertrag kündigen. Das heißt Riverboat, Florian Silbereisen an Weihnachten und alles, was der MDR sonst so produziert, sollen wegfallen. Oh mein Gott! Und das BSW stört sich daran gar nicht. Katja Wolf hat gesagt, sie will mit der AfD zusammenarbeiten. Wenn es so sein soll, dann wird man darüber diskutieren. Okay, und dann, ja, gut. Dann ist es die Macht des Arguments im politischen Raum. Weißt du Bescheid, ne? Wähle am besten Bündnis 90 Die Grünen, damit deine Oma und die Schlagerwelt safe sind. Wir bezahlen mit unseren Steuergeldern den Bau eines Unternehmens, das bereits im Vorfeld angekündigt hat, die Arbeitsplätze dort mit ausländischem Personal zu besetzen. Tötet die Weißen. In Dresden soll ein Werk des taiwanesischen Mikrochip-Herstellers TSMC entstehen. Kostenpunkt rund 10 Milliarden Euro. Die Hälfte der Kosten, also 5 Milliarden, übernimmt der deutsche Staat. Nach und nach sollen bis zu 2000 hochbezahlte Arbeitsplätze entstehen. Dazu will die Firmenleitung Ingenieure aus Taiwan einfliegen lassen. Und auch im weiteren Verlauf plant man bei TSMC nicht deutsche Fachkräfte einzustellen. Hier in Deutschland wird Politik gegen das deutsche Volk gemacht. Firmenchef Christian Keutsch will das Personal nämlich europaweit rekrutieren, teilweise auch weltweit. Dabei hatte Robert Habeck in einem Posting auf X noch fröhlich angekündigt, dass mit dem Bau des Werkes auch neue Arbeitsplätze entstehen werden. Und was kann Robert Habeck besser als alle anderen, die Sie gerade aufgezählt haben? Also ich kann nur empfehlen, sich mal Videos anzuschauen, nicht nur wie er in die Kamera Dinge erklärt, sondern wie er mit Markus Söder zum Beispiel über Atomkraft diskutiert und ihn echt auseinandernimmt. Oder auch auf Marktplätze gehen, wie er die Leute mobilisiert, wie er die Leute begeistert. Wie er erklären kann, die anderen Parteien hätten gerne einen wie Robert Habeck. Wir haben ihn, das ist ein Riesenprivileg. Yes! Also ist es jetzt nur noch eine Sache der Zeit, bis Sie ihn dann ausrufen zum Kanzlerkandidaten, bis die Partei das macht? Ich sag mal so, ich als Parteivorsitzender habe eine wundervolle Außenministerin und einen Vizekanzler, der Unglaubliches geleistet hat. Die Außenministerin arbeitet Tag und Nacht an Frieden, er an Wohlstand dieses Landes. Bei allen großen Schwierigkeiten, die es gibt. Wir sind beide Top 5 der beliebtesten Politikerinnen und Politiker Deutschlands. Das ist eigentlich eine schöne Situation für mich. Oh Leute, brandaktuell Messeramok in Solingen, mehrere Menschen bei Stadtfest getötet. Genau das ist übrigens der Grund, warum ich an einem Freitagabend zu Hause sitze, denn ich habe nur wenig Bock drauf, auf einem Festival der Vielfalt von einem arabisch aussehenden Täter abgestochen zu werden. Leute, setzt der Scheiße doch endlich ein Ende. Dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, es wird, glaube ich, auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Wir lassen uns in solchen Zeiten nicht spalten, sondern stehen zusammen und lassen es auch nicht zu, dass ein solch furchtbarer Anschlag die Gesellschaft spaltet. Ihr Heuchler! Deswegen auch mein dringender Appell an denjenigen, die jetzt Hass sehen wollen, ob dieser furchtbaren Tat. Lassen Sie sich nicht davon beeindrucken, diese Gesellschaft muss jetzt gerade in solch schweren Stunden zusammenstehen. Ist das zu fassen, sowas? Ist das zu fassen? Und jetzt leben Sie bei uns. Wir haben uns eine Weile lang in die Tasche gelogen. Wir haben gesagt, die werden schon nicht bleiben. Irgendwann werden sie weg sein. Das ist nicht die Realität. Und natürlich war der Ansatz, zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander, dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert. Weiß man denn schon irgendetwas über den Täter?
Es gibt Zeugenaussagen, denen zufolge soll es sich um einen arabisch aussehenden Mann handeln, was auch immer das heißen mag. War das ein Anschlag, den man verübt hat, weil man beispielsweise vielleicht gegen Ausländer ist? Also da gibt es diverse Möglichkeiten, die dahinter stehen. Ich versuche es trotzdem nochmal bei der Täterbeschreibung. Es gibt ja über 30 Tatzeugen, die auch vernommen worden sind, die die Tat beobachtet haben. Es gibt zwei oder drei Männer, die den Täter sogar kurz verfolgt haben. Ein Täter, der sogar kurz eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Angreifer hatte. Da muss es doch wenigstens eine Grundbeschreibung geben des Täters. Die gibt es ja auch, ist ja auch Ihre Arbeitshypothese, die man öffentlich macht. Es gibt ja einen großen Gefahrenüberhang. Wir haben jetzt 18 Stunden nach der Tat, der läuft frei rum. Da muss doch in Ihrem Interesse sein, dass möglichst viele Zeugen sich melden, die vielleicht jemanden beobachtet haben. Warum sind Sie da so restriktiv mit der Beschreibung des Täters? Weil es gibt ja sehr viele Zeugen. Also ich glaube, wir haben sehr viele Zeugen, natürlich, aber die wichtige Aufgabe der Ermittler ist es jetzt natürlich, diese Beschreibungen, die sich teilweise auch unterscheiden, übereinander zu legen und wirklich die Kernbeschreibung, also ne, die Hauptmerkmale des flüchtigen Tatverdächtigen herauszukristallisieren. Und so weit sind wir anscheinend noch nicht, weil nichts wäre schädlicher, jetzt eine Beschreibung herauszugeben, die Öffentlichkeit möglicherweise zur Mitfahndung aufzurufen, und im Zuge der Ermittlung stellt sich heraus, dass die Person letztendlich doch ein ganz anderes Erscheinungsbild hat, und da bitten wir einfach um Verständnis, dass jetzt die Ermittler ihre Arbeit machen müssen, und sobald wir da eine Faktenlage geschaffen haben oder eine Lage, die an Fakten möglichst nah dran ist, werden wir natürlich auf sie zukommen. Fick die Cops, fick die Cops, die sind Kohlenschweine. Fick die Cops, fick die Cops, fick die Cops. Fick die Cops, fick die Cops, fick die Cops, die sind Bullenschweine. Fick die Cops, fick die Cops, fick die Cops, fick die Cops, die sind Bullenschweine. Fick die Cops. Täter von Solingen der Polizei gestellt. Die Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund, die verdichten sich ja aktuell. Zumindest übernahm die Terrororganisation IS die Verantwortung für diesen Anschlag. Noch blutverschmiert ging der Mann wohl kurz nach 23 Uhr auf die Beamten zu und soll dann gesagt haben, er sei der, den sie suchten. 2022 soll der 26-Jährige als Asylbewerber nach Deutschland gekommen sein. Achim Unser. Samstagnacht, kurz nach 23 Uhr. Die fieberhafte Suche nach dem Täter von Solingen ist wohl beendet. In noch blutbeschmierter Kleidung stellt sich der 26-jährige Syrer in Solingen einer Polizeistreife. Viel ist von ihm noch nicht bekannt, doch angeblich kam er Ende Dezember 22 nach Deutschland und stellte einen Antrag auf Asyl. Die Polizei bestätigt bislang nur wenige Informationen. Am heutigen Abend ist es Einsatzkräften der Polizei gelungen, eine weitere Person festzunehmen. Diese Person ist dringend tatverdächtig. Die Person ist von Einsatzkräften auf der Straße festgenommen worden. Konkrete Angaben zu der Person, auch die Herkunft, kann ich derzeit nicht benennen. Als islamistischer Extremist war der Syrer den Sicherheitsbehörden angeblich nicht bekannt. Allerdings hatte die Polizei nach eigenen Angaben ein Bekennerschreiben der Terrormiliz IS erhalten. Darin hieß es, der Täter habe dem IS angehört und den Anschlag aus Rache für Muslime in Palästina und anderswo verübt. Nun ermittelt auch die Bundesanwaltschaft wegen Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat gegen den Festgenommenen. Bei dem Anschlag, der Freitagnacht auf dem gut besuchten Solinger Stadtfest stattfand, hatte der Täter vor einer Veranstaltungsbühne plötzlich gezielt auf umstehende Besucher eingestochen. Eine Frau und zwei Männer sterben, acht weitere werden zum Teil schwer verletzt. In den ersten Stunden nach der Tat suchte die Polizei ohne konkrete Hinweise nach dem Flüchtigen. Im Laufe des Tages wurde zuerst ein 15-Jähriger festgenommen, der möglicherweise von den Tatabsichten wusste. Gegen Samstagabend durchsuchte die Polizei dann eine Asylunterkunft in Solingen und nahm einen 36-jährigen Tatverdächtigen fest. Doch derjenige, den die Polizei eigentlich suchte, hatte sich am Ende dann selbst gestellt. Wir schauen nach Solingen zu Steffen Schwarzkopf. Steffen, der mutmaßliche Täter also in der Haft, welche weitergehenden Entwicklungen bezüglich der Tat, der Aufklärung gibt es denn aktuell? Also der 26-Jährige soll heute noch überstellt werden nach Karlsruhe. Das heißt, er wird dorthin geflogen mit einem Helikopter und wird dort dann heute auch noch einem Haftrichter vorgeführt, weil die Bundesanwaltschaft ja die Ermittlungen übernommen hat. Zum einen wegen dreifachen Mordes, dann auch wegen mehrfachen versuchten Mordes und vor allem, und das ist der Grund, warum die Bundesanwaltschaft jetzt die Ermittlungen übernommen hat, wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, namentlich der Islamische Staat. Welche Rückschlüsse lässt das wiederum zu, dass entweder der 26-jährige Syrer, und die Polizei hat uns gegenüber bestätigt, dass der Mann
tatsächlich aus Syrien stammt, dass er in den ersten Vernehmungen ganz klipp und klar den Islamischen Staat genannt hat, dass er sich als Mitglied sieht oder glaubt, im Auftrag gehandelt zu haben oder möglicherweise eben auch tatsächlich im Auftrag gehandelt hat, also einen direkten Auftrag bekommen hat. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit sind Beweise und Beweismittel, die ja sichergestellt wurden. Auch da kann es natürlich sein, dass in seiner Unterkunft Hinweise gefunden wurden auf Mitgliedschaft im Islamischen Staat, Bekenntnisse dazu, möglicherweise die einschlägigen Seiten, die er besucht hat, oder möglicherweise auch Kommunikation mit Mitgliedern oder Zellen des Islamischen Staates. Also das sind die Möglichkeiten und das kann man, glaube ich, so als Puzzleteil zusammenfügen, dass es da eben konkrete Hinweise gab, dass es keine, ja, möglicherweise willkürliche Handlung im Affekt war, sondern dass es wirklich einen terroristischen Hintergrund hat und dass er gezielt deutsche Bundesbürger, Christen, westliche Menschen versucht hat umzubringen. Also all diese Hinweise, die kommen jetzt zusammen. Noch ein kurzes Wort hier zu der Flüchtlingsunterkunft, an der ich jetzt stehe. Der 36-Jährige, der hier festgenommen wurde, soll den 26-Jährigen gekannt haben. Ob er als Mittäter in Frage kommt, das wohl eher nicht, aber eben als Zeuge und als Bekannter des Mannes. Und der wurde wohl festgenommen auf der Suche nach dem Aufenthaltsort des 26-Jährigen. Also das sind die letzten Informationen, die wir hier haben. Weitere werden mit Sicherheit im Laufe des Tages dann auch noch von der Polizei und den Ermittlungsbehörden dazukommen. Und insofern muss jeder auch mit sich das klar machen und ausmachen, ob er beispielsweise zu Festivitäten geht, ob er zu Fußballspielen geht, ob er im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist. Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Wir leben heute in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. Deutschland wäre um vieles ärmer ohne seine Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund. Wir haben einige 10.000 Flüchtlinge. Im täglichen Leben in der Stadt merken Sie das gar nicht. Wir wollen die Vielfalt, die Köln lebt, auch erhalten. Die Multikulturalität dieser Stadt. 99% der Flüchtlinge sind friedlich und haben mit sowas überhaupt nichts am Hut. Deswegen ist mit Verallgemeinerung nichts getan. Und wir werden alle aufnehmen. Deshalb haben wir uns auch dazu entschlossen, für diejenigen, die noch kein Visa haben bei den Ortskräften, die Visa zukünftig erst in Deutschland zu erteilen. Aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen Migranten besonders hoch ist. Ich habe nämlich keinen Bock, dass alte weiße Männer, weil sie mit Vielfalt nicht zurechtkommen, unsere Zukunft verspielen. Sondern weil wir auch Menschen hier brauchen, die in unseren Sozialsystemen zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlen können. Im Grunde ist jeder Flüchtling, der hierher kommt, hat mehr mit diesem Land zu tun, als diese Leute, die das Land missbrauchen. Sozialdemokraten! Lassen Sie uns all denen danken, die daran mitgewirkt haben, mitgearbeitet haben. Aber auch das Methode der Nazis, übertriebene Freundlichkeit. Aber inzwischen leben 4 Millionen Muslime in Deutschland und sie üben hier auch ihre Religion aus. Und diese Muslime gehören auch zu Deutschland. Und genauso gehört ihre Religion damit zu Deutschland, also auch der Islam. Angesichts der Debatten um Hintergründe und Folgen der Anschläge von Paris sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, am Montag in Berlin mit Blick auf die Gesellschaft in Deutschland. Ja, von meiner Seite möchte ich sagen, dass unser früherer Bundespräsident Christian Wulff gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Und das ist so, diese Meinung bin ich auch. Und deshalb tun wir alles dafür, dass die Integration gelingt. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Der Islam gehört zu Deutschland. Und das ist so. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Hallo, Frau Merkel. Eine Frage bitte, eine Frage. Merkel, Angela, wollte Ihnen nur sagen, danke dafür, dass Sie das Land ins Chaos gestürzt haben. Ja, und dieses Land an Nichtsnutze übergeben haben. Hauptsache, Sie fühlen sich sicher, wa, Frau Merkel, hier in Deutschland? Scheißegal, wie es den anderen geht. Hier mit Personenschutz. Hauptsache, Sie fühlen sich sicher. Diese Volksverräterin gehört lebenslang in den Knast. So, wir sind hier am 10. Zollern und das ist ein LWL-Museum, bezahlt von Steuergeldern natürlich. Und diese Hinweistafel hier verwehrt uns als Menschen, die nicht People of Color sind, hier den Eintritt in die Ausstellung. Wir lassen uns nicht spalten, sondern stehen zusammen. Ich bin auch in so einem kleinen Zeitabschnitt, wo halt nur die Besucher reinkommen, die halt dieser Gruppierung angehören. Das ist ja nicht Rassismus. Wir werden da rausgekommen. Genau, da möchte ich Sie einmal weiter verweisen an die Aufsicht im äußeren Bereich. Die können Sie da vielleicht einmal kurz in die Thematik mitnehmen. Also wenn da jetzt ein People of Color drin ist und sagt, ich möchte nicht, dass dieser Weiße hier drin ist, dann muss ich rausgehen. Weil wir die falsche Hautfarbe haben? Kann ich weil weiße Hautfarbe haben? Das kann ich nicht erklären. Ihr müsst doch wissen, was ihr macht. Ja, genau, aber das kann ich jetzt nicht erklären, warum oder weshalb oder wieso. Das ja, aber das ist doch Rassismus. Wenn wir es jetzt mal rumdrehen würden, hier dürfen Schwarze nicht rein, People of Color dürfen nicht rein. Können Sie sich vorstellen, wie das
welchen Eindruck das machen würde. Und jetzt ist es so, dass das Weiße nicht rein dürfen. Ich kann nichts dazu sagen. Sie möchten nichts dazu sagen? Ich möchte nichts. Okay. Ja, ich glaube, ich möchte mein Eintrittsgeld zurück, weil das ist nicht in Ordnung. Können Sie das arrangieren? Ich bin noch vorne. Ich will mich mal vorstellen, in Deutschland im Jahr 2023 und wegen der Hautfarbe dürfen Menschen nicht in eine Ausstellung rein. Stellen Sie mal vor, ich würde Sie jetzt nicht irgendwo reinbinden, weil Sie eine Rolle tragen. Ich habe gerade das ist eine Ausgrenzung. Wir müssen doch mit so einer Ausstellung hier, dafür geben wir Steuergelder aus, damit wir verbinden und spalten. Ich habe es zu der Kollegin gerade schon gesagt. Wenn man sich das mal vorstellen würde, da dürften Menschen mit schwarzer Hautfarbe nicht rein. Würden Sie das auch machen? Würden Sie auch sagen, wir hindern jetzt die Leute mit schwarzer Hautfarbe, ja, aber wenn Sie in die Ausstellung reinbinden? Sie stehen in der Verantwortung, weil Sie setzen das hier um. Sie können nicht sagen, hier bitte schauen Sie nach, sondern Sie sagen, Sie dürfen rein, Sie dürfen nicht rein. Das heißt, Sie müssen auch Ihr Handeln auch mal hinterfragen. Wir haben unsere Anweisung. Wir lassen uns nicht spalten, sondern stehen zusammen. Ihr Heuchler! Doch nehmen wir einmal an, die Geschichte des politisch-medialen Komplexes würde stimmen. Demnach hat die Ukraine eine der zentralen Infrastrukturen Deutschlands militärisch angegriffen und zerstört. Dies müsste unweigerlich den NATO-Bündnisfall auslösen. Die NATO wäre somit nicht mehr im Krieg mit Russland, was sie ja de facto ist, sondern ab sofort mit der Ukraine. Weiterhin wurde, laut Wall Street Journal, Bundeskanzler Scholz von der CIA über die Pläne der Ukraine informiert. Olaf Scholz unternahm folglich nichts, um die Sabotagepläne von Zelensky zu stoppen. Bewegen wir uns da nicht längst in den Abgründen eines Landesverrats? Olaf Scholz und die Bundesregierung waren vorinformiert und unternahmen nichts. Sie verstärkten weder den Schutz der kritischen Infrastruktur, noch sprachen sie öffentlich eine Warnung und gegen die politischen Strittenzieher aus. Olaf Scholz soll der Sprengung der deutschen Infrastruktur sogar zugestimmt haben, laut der amerikanischen Investigativlegende Salman Hirsch. Bei der politisch kontrollierten Justiz wird Olaf Scholz eine Anklage wegen Landesverrats wahrscheinlich entgehen. Doch eines ist sicher. Als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist Olaf Scholz nicht mehr eine Minute länger tragbar. Und die, die ganz oben sind, haben entschieden. Die meisten von uns können weg. Weil in der Industrierevolution 4.0 werden wir nicht mehr gebraucht. Das wäre ja total bösartig. Die sind total bösartig. Und wir sind total naiv, weil wir nicht glauben, dass die total bösartig sind. Wer Massenvernichtungswaffen erfindet, damit der eine Machthaber zum anderen Machthaber sagen kann, wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzt, bringe ich dein Volk um. Wie bösartig kann man sein? Aber auch das haben wir ja akzeptiert. Wir haben akzeptiert, dass unsere Machthaber sich gegenseitig damit bedrohen, dass sie die Bevölkerung wegstrahlen. Hier stimmt gar nichts. Hier stimmt einfach gar nichts. Und man verkauft uns das als Mitspracherecht. Ich kann es doch mal sagen. Wir müssen lernen, dass Demokratie Widerspruch bedeutet, und zwar gegenüber denen, die wir gewählt haben. Aber die wir gewählt haben, haben ja gar nichts mehr zu sagen. Und die etwas zu sagen haben, haben wir nicht gewählt. Das hat ja schon ein Gesundheitsminister in Deutschland mal gesagt. Wie dick wollen wir es noch aufgetragen bekommen? Dass dir nichts unternehmen ist, weil wir nicht gelernt haben, was soll ich denn jetzt machen? Muss ich der Erste sein? Alles mir nach, ich folge euch. Wenn wir uns nicht selbst auf die Hinterbeine stellen, wird das, was schon einmal im Zweiten Weltkrieg passiert ist, es wird sich wiederholen. Es wird sich wiederholen. Und unsere Medien spielen dabei die übliche Rolle. Die sind die Einpeitscher für das System. Das ist der Verrat des Journalismus. Der Journalismus soll uns eigentlich vom Machtmissbrauch schützen und er ist der Steigbügelhalter. Deswegen, was wir hier alles erleben, das ist doch nicht passiert. Das ist orchestriert, das ist organisiert und wir können das nicht glauben. Ich kann nur dazu aufrufen, hinzusehen. Wer das installiert, hat genau das vor, was man damit machen könnte. Und wenn jemand dann sagt, wenn das in die falschen Hände gerät, das sind die falschen Hände. Zu viel Macht bei zu wenigen Leuten. Das sind die falschen Hände. Weißt du Bescheid, ne? Der Telegram-Gründer Pavel Durov wurde Samstagabend in Frankreich verhaftet. Wenn ausnahmsweise stimmt, was in Bild-Zeitung und Spiegel steht, dass nämlich Durov verhaftet wurde, weil er Telegram, den Messenger-Dienst, zu wenig moderiert hätte, also zu wenig Zensur ausgeübt hätte, dann ist das ein offensiver Angriff auf die Meinungsäußerungsfreiheit und auf das Recht von freien Bürgern auf freie Kommunikation. Die EU und ihre gesamten Institutionen, sie haben sich in den letzten Monaten und Jahren unglaublich viele Gesetze und Instrumente zurechtgelegt, jüngst dieses DSA-Gesetz, welches schon ermöglicht, dass ein unglaublicher Wirtschaftskrieg gegen freie Medien und Betreiber von alternativen Plattformen geführt werden kann. Wenn jetzt aber auch Menschen aufgrund dieser Dinge verhaftet werden, nur weil sie eine alternative Plattform zur Verfügung stellen, dann ist das eine weitere Eskalation, eine furchtbare Zuspitzung. Wenn also stimmt, was ausnahmsweise im Bild und Spiegel steht, dann fordern wir als größter Betreiber einer deutschsprachigen Telegram-Seite von Auf 1 die sofortige Freilassung des politischen Gefangenen Pavel Durov. Es ist unerträglich, in welche Richtung dieses Regime geht. Es ist unerträglich, wie das Globalistenregime alle ausmerzen und vernichten möchte, die sich nicht bei der Agenda beteiligen. Und wir haben hierzu eine klare Linie. Wir machen weiter und wir lassen uns auch nicht aufhalten, wenn Telegram abgeschaltet wird. Das geht uns so, das geht unseren Zuschauern so, das geht allen freien Bürgern so. Freie Information und der Aufstand der freien Bürger ist nicht zu stoppen. Folgen Sie uns in dieser Zeit unbedingt auch auf unserem zensurfreien Newsletter. Wir machen weiter, Sie machen weiter. Ich wünsche Ihnen dennoch einen schönen Sonntag.
Auf 1 wurden 8 Bankkonten gekündigt. Jetzt erst recht. Sichern Sie das Überleben der Aufklärungsarbeit von Auf 1. Überweisen Sie noch heute Ihre erste Unterstützung an unser neues Konto in Ungarn. Gemeinsam lassen wir uns nicht vernichten. Wir senden, Sie spenden. Und dass wir jetzt in diesen 24 Stunden es geschafft haben, vielleicht, möglicherweise, hoffentlich, den Täter zu erwischen, ist vielleicht der beste Beweis dafür, dass der Staat funktioniert. Eines muss man Ihnen ja lassen. Was denn? Sie begünstigen niemand. Sie beleidigen alle durch die Bank. Beeindruckt das Wählerinnen und Wähler? Der hat sich gestellt, genau. Oder? Das ist keine Verhandlung. Das ist kein Fahndungserfolg. Also bei allem Respekt für die Arbeit der Polizei, aber okay. Er hat sich gestellt. Antifaschismus lautet die Parole. Nazis Hass! Nazis Hass! Solingen steht unter Schock. Ruhe, Besinnung, Raum für Trauer wird gebraucht. Doch es dröhnt von allen Seiten. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt. Feierabend! Ich verpiss mich jetzt.